Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen, meine lieben Herren, meine lieben Freunde des gepflegten Catchsports. Mir geht's gut. Ja, ich glaube so gut wie seit... Ja, vielleicht sogar seit meinem Krankenhausaufenthalt nicht mehr. Ich möchte jetzt, ich glaube, wie erfolgt. Ich möchte ja nicht verschreien. Aber mittlerweile bin ich vorsichtig optimistisch, mich auf dem Weg der Besserung zu befinden. Und deswegen habe ich jetzt endlich mal den Kopf, die Zeit, die Luft dafür, um mit euch in etwas ja, ausführliche Renn-YouTube-Version mit euch über WrestleMania. Und jetzt im Zuge dessen, eigentlich gut, dass ich gewartet habe noch, über Raw After Mania mit euch zu reden. Und ihr hört schon an meinem Tonfall, ja, das waren zwei dezent verschiedene Veranstaltungen. Und ich rede jetzt nicht von WrestleMania Samstag und dem WrestleMania Sonntag, sondern vor allem von WrestleMania zu Raw After Mania. Aber alles der Reihe nach. Vielleicht so im Grobverfahren mal so, ich glaube, wir sind uns einig, ich habe auch in meiner Live-Review, habe ich ja dann die meisten schon dazu befragt und jeder hat eigentlich gesagt, ja, Tag 1 war besser als Tag 2. Tag 2 hatte zwar auch seine Highlights, definitiv, es war jetzt kein schlechter Mania-Tag, aber Tag 1 war all in all einfach wesentlich besser in der Kompaktheit. Da war so ziemlich das einzige Lowlight, matchtechnisch Cena gegen Theory, das war halt wirklich nur purer Durchschnitt. Es war nicht schlecht, aber es war halt auch nicht mehr. Es war einfach eine komplette Standardkost. Man kann es sich trotzdem gut geben, einfach weil vor allem für den Opener die Crowd halt unglaublich heiß war für John Cena. Es war jetzt kein Murks-Match oder so, aber es war definitiv von den Matches so das einzige ja, Standard-Match an dem ersten Tag. Und man muss eigentlich schon mal sagen, der Rest war bombastisch stark. So, dieses Fatal 4-Way Tag Team Showcase Match der Männer, Affentitten geil. Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber das war vielleicht das beste unter 10 Minuten WrestleMania Match aller Zeiten. Das Einzige, was mir da noch einfällt auf dieser Ebene, war vielleicht noch 2006 hier Angle Orton und Mysterio im World Title Freeway. So, von WrestleMania 22, glaube ich. Das auch unter 10 Minuten und das war auch auf einem sehr hohen Niveau. Aber ansonsten, da hatte jeder geile Showing, alle flogen durch die Gegend, slampten sich durch. Chad Gable sowieso MVP. Otis hat Arschwasser geschwitzt ohne Ende. Ricochet bumpt mit einer Shooting Star nach draußen. Dawkins bamst das Strowman um. Alle haben hier irgendwo geglänzt und ja, das war schon ein ziemlich, ziemlich geiles Stück. Dann gab es natürlich gleich danach eins meiner Highlights, nämlich Rollins gegen Logan Paul. Ich habe mich sehr auf das Match gefreut, dass dann noch KSI auftaucht unter der Prime Soft Bottle da verkleidet. Es war natürlich, das muss nicht jedem gefallen, aber ich fand es in dem Zuge dessen einfach mega cool und dass dann Logan Paul auf KSI drauf liegt. Toll. Rollins hat gewonnen, war eine, wie ich finde, eine richtige Entscheidung. Logan Paul hat hier wieder mal bewiesen, unabhängig davon, wie man menschlich zu ihm stehen mag, dass er eindeutig zu WWE gehört und dass er bis jetzt in jedem Match abgeliefert hat, so auch hier. Wir hatten das Six Women's Tag Match, fand ich auch, ja, war nicht stark, aber vor allem die Schlussphase hat mir dann viel gegeben. Io und Dakota haben gebumpt für Lita und für Trish ohne Ende, damit die Moves halbwegs gut aussehen. Du hast vor allem bei Lita gemerkt, die hat ihren Zenit erreicht. Das war dann zum Teil schon ein bisschen holprig. Trish Stratus war eigentlich vollkommen okay. Ja, und Becky ist halt Becky, ne? Da braucht man nichts zu sagen, genauso wie zu Bayley. Und Match war zum Schluss vor allem, glaube ich, recht cool, die Crowd war drin, war jetzt kein Ultra-Highlight, aber definitiv kein schlechtes Match. Dann haben wir Rey Mysterio gegen Dominik Mysterio, das war so Entrance-technisch somit das Beste der gesamten Mania, neben der Entrance von Bianca Belair, fand ich auch noch mega geil übrigens. Dominik vollkommen over the top, aus dem Gefängnis ausbrechend mit der Maske und dann Rey im Gegenzug dann mit einem Eddie Guerrero Lowrider, kommt mit Snoop Dogg und Eddie Guerrero Theme zum Ring. Das ist, was ich bei WrestleMania sehen will. Das war eine 10 von 10. Das Match selber war dann nicht wirklich der Rede wert vom In-Ring-Technischen, aber alles, was so an Story erzählt wurde aus den letzten Monaten, dass dann Judgment Day eingreift und dass dann Legado del Fantasma dann für Rey eingreift, das hat dann alles so zueinander perfekt gepasst. Das Match war nicht zu lang und zu kurz, sondern es hat den schönen roten Faden. Deswegen kann ich mich auch hier bei dem Match nicht wirklich beschweren. War auch hier ein sehr cooles Match. Dann
für viele das Highlight, vielleicht sogar der gesamten Mania, nämlich das SmackDown Women's Title Match zwischen Rhea Ripley und Charlotte Flair. Und ich habe ja sofort gesagt, easy Top 3 bestes Frauen-WrestleMania Match of all time. Das Einzige, was ich da noch sehen würde, ist der Freeway von WrestleMania 32, glaube ich, mit Charlotte, Becky und Sasha damals. Und eben Sasha gegen Bianca. Und vielleicht auch Bianca gegen Becky. Letztes Jahr war auch sehr, sehr stark. Aber das waren so meine Top-Frau-Matches bei Mania. Das könnte jetzt vielleicht sogar Platz 1 gewesen sein. Das war einfach 24 Minuten auf die Fresse. Jeder zeigt irgendwie seine Kraftaktionen. Beides sind ja Kraftpakete. Beide sind athletisch. Da gab es einfach auf die 12 Elbows ins Gesicht. Dann der German Suplex, wo sich Charlotte fast den Nacken bricht. Und dann noch der Top Rope Riptide. Bam, auf die Matte zu einem wirklich imposanten Finish und da kann ich persönlich nicht viel dagegen sagen, das war auch erste Sahne. Dann Pat McAfee gegen The Miz, Haken drunter, reden wir nicht weiter drüber, dass da viele an Mania verkauft wurden, wie LA Knight, wie Bobby Lashley und so weiter. Ich glaube, da braucht man sich nicht drüber nochmal aufregen, wir haben jetzt, glaube ich, nach Raw After Mania ganz andere Probleme wieder. Ja, und dann der Main Event, ne? Owens und Zayn gegen The Usos, das war storyline-technisch natürlich Weltklasse. Kann man nichts gegen sagen. Natürlich die ganze Dramaturgie, dass dann aus dem 1D ausgekickt wurde, dass immer Owens oder Zayn sich gegenseitig gerade noch so zur Rettung gekommen sind. Und dann natürlich zum Schluss die Helluva-Kicks. Ein Stück, zwei Stück, drei Stücke dann im Endeffekt und zum Schluss mit dem Stunner, wo Kevin Owens dann Jimmy Uso nochmal rausbefördert hat und Sami Zayn, der dann Jey Uso pinnen konnte. Alles perfekt. Ein Gesamtkunstwerk zusammengefasst. Das war absolute Spitzenklasse. Auch hier, ich würde sagen, matchtechnisch der erste Tag von Mania, vielleicht die beste Mania aller Zeiten. Also ich hatte ja nicht so das Gefühl, dass hier irgendwas falsch gemacht wurde. Das Einzige, was man eben bemängeln könnte, der Open hätte besser sein können. Aber da meckerst du dann wirklich schon auf hohem Niveau. Ich habe dem ersten Tag von Mania 9 Punkte gegeben. Vielleicht sogar 9,5. Wäre der Opener noch auf dem Niveau von den anderen Matches gewesen, dann hätte ich vielleicht sogar die 10 gezückt. Aber das war overall einfach einer der besten Manias aller Zeiten, zumindest Tag 1. Dann haben wir Tag 2. Der war dann schon ein bisschen durchzogener. Auch der hatte trotzdem seine Highlights. Brock Lesnar gegen Omos fand ich persönlich, für das, was es war, war es genau richtig. Opener, nicht ganz 5 Minuten. Crowd war da. Brock Lesnar, der dann Omos German suplessen konnte und F5en konnte. Perfekt, nehme ich. Genauso, wie es war. War in Ordnung. War cool. So, das einzig wirklich schlechte Match an der gesamten 13 Matchcard Mania war dann eigentlich nur der Women's 4-Way. Da setze ich einen Haken drunter, sage ich einfach, okay, Match war schlecht und nicht erwähnenswert und fertig. Das Einzige, was mir im Kopf hängen geblieben ist, war die Powerbomb von Raquel, die Liv dann nach draußen geschmissen hat. So, das war das einzig halbwegs cool in dem Match. Der Rest war halt da. Aber schlechtes Match. Dann hat man für viele das Match des gesamten Wochenendes, nämlich den IC Freeway, nämlich Gunther, Sheamus und McIntyre. Da glaube ich, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Das Match war Weltklasse. Ich habe da, glaube ich, 4,5 oder 4,75 Sterne gegeben. Da eines der besten Matches der Mania-Geschichte vielleicht sogar. Das war genauso wie bei Charlotte gegen Rhea. Einfach auf die Fresse, Chops, Kicks in die Fresse, zack, zack. Die Story zwischen Drew und Sheamus wurde gut aufgebaut. Auch hier, dass man sich die Pins geklaut hat und so weiter. Und natürlich zum Schluss dann Gunther, der dann einfach wie ein riesiger Fleischberg runterspringt und dann beide powerbombt und dann Sheamus pinnen konnte. Entschuldigung, ich glaube Drew pinnen konnte. Hollywood-reifes Match, wie vieles eigentlich an diesen beiden Tagen Hollywood-reif war. Dann hat man Bianca Belair gegen Asuka, das kam dann leider nicht ganz ans SmackDown-Title-Match ran, trotzdem fand ich das ein gutes Women's-Title-Match. Ich fand hier so, das war das einzige neben dem Main-Event, wo ich sage, das war entscheidungstechnisch wirklich das Falsche. Ich denke, Asuka hätte hier ruhig gewinnen können, die steht jetzt 0-4 in WrestleMania-Matches, 0-5, wenn man eine Battle Royale noch dazu zählt. Also das ist halt, spricht halt echt gegen Asuka und ich finde es extrem schade, weil die hätte sich auch einen Mania-Win verdient. Belair hatte den Titel auch schon, ja, es hätte ja nicht wehgetan, wenn sie den Titel hier verliert. Nichtsdestotrotz, matchtechnisch auch hier ein wirklich cooles Ding und kann man sich auf jeden Fall ebenfalls sehr gut geben.
dann hat man ja den Cringe- und Lacher-Moment der gesamten zwei Tage. Wir hatten nämlich Shane McMahon gegen Miss. Ah, nee, warte. Der hat sich erstmal Vince McMahon lag ebenfalls den Quad gerissen. Ich glaube, hier beim Fuß, Oberschenkel. Erstmal den ganzen Muskel durchgerissen. Konnte nicht mehr stehen. Snoop Dogg hat improvisiert, zeigt den Snoop Dogg Elbow und gewinnt das Match gegen The Miz, das so nicht angesetzt war. Mich hat es jetzt nicht sonderlich gestört. Mich hat es eher gestört, dass Shane McMahon da einen Spot bekommen hat und nicht, wie gesagt, ein Bobby Lashley oder ein LA Knight oder whatever. Klar, Shane hat einen riesen Pop bekommen, aber er hat sich dann verletzt, wo du denkst, ja, das ist eigentlich Zeichen genug, dass man das eventuell in Zukunft lassen sollte. Ne? Dann Edge gegen Finn Balor, das war einfach nur unlucky. Ich fand das Match trotz der Verletzung von Finn gut. Man hat dementsprechend ein bisschen was kürzen müssen. Die Spots, die man gezeigt hat, waren trotzdem hart und waren auch ganz cool. Auch den coole Graf von da oben durch den Tisch, da hätte sich auch Finn Balor beim Fuß ordentlich verletzen können. Das war nicht ungefährlich, der Spot. Dann noch der Spear mit dem Nearfall. Dann da gab es natürlich den krassen Leiter-Spot, wo Finn Balors Kopf erstmal so den Schädel fast gespalten hat. Also wer die Fotos nicht gesehen hat, Finn Balor hatte legit so eine riesige offene Wunde auf der Schädeldecke oben. Die musste ihn während des Matches schon zunähen, damit Finn Balor das Match zu Ende worken konnte. Also Workhorse definitiv. Respekt an Finn, geht auf jeden Fall raus. Ja, mit den violetten Rauchgranaten da, mit den Flares, wo Finn Balor zum Ring kam, das fand ich dann doch schon ein bisschen sehr, ich will nicht sagen cringe, aber ich fand das, ja, bisschen over the top. So ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Mir hat es nicht so gefallen. Das ist, dann wirkt dann fast schon billig, trifft es vielleicht ganz gut. Vielleicht fand ich es zu billig, die ganze Aufmachung. Dann Edge mit der Brood-Entrance, die keine wirkliche Brood-Entrance war, weil es halt nicht der originale Brood-Look und auch nicht die originale Musik war. Fand ich dann auch ein bisschen daneben geworfene Chance. Das war trotzdem nicht schlecht. Das hat die Fehde trotzdem halbwegs würdig zu Ende gebracht. War halt unlucky wegen der Finn-Verletzung. Aber die Finish-Phase war dann cool und mit dem Concerto hat man definitiv ein hart genuges Ende für Finn Balor gefunden. Bis dahin dachte ich mir nur so, hey, das war eigentlich trotzdem noch ein ganz cooler Tag. Klar, das Women's Four-Way Tag Match, das war jetzt natürlich jetzt nicht so geil, beziehungsweise war kacke, aber der Rest war zumindest gut oder unterhaltsam. Und dann kam der Main Event. Dann kam Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Und ich habe ja schon ein Mini-Rant-Video gemacht, das dazu komme ich auch gleich noch später zu den Kommentaren dazu. Das Match selber. Ich fand das bis zum Spear von Reigns, fand ich dieses Match richtig, richtig strong. Wenn Rhodes, sagen wir hier, bei dem Spear sogar auskickt und against all odds dann die Shenanigans der Bloodline irgendwie besiegen kann und Cody Rhodes dann neuer Champion wird, dann bin ich mir sicher, würde fast jeder sagen, hey, war einer der besten WrestleMania Main Events überhaupt. Weil bis dahin war es das, meiner Meinung nach auch. Da war Dramaturgie drin, mit der ganzen Bloodline, mit Solo, der rausgeschickt wurde. Dann Paul Heyman, der eingegriffen hat oder eingreifen wollte mit den Usos, wo dann Kevin Owens und Sami Zayn nochmal reinkommen, die dann ebenfalls nochmal ihren Part der Story dazu beigetragen. Da war ja alles angerichtet. Das war bis zu dem Pinfall von Roman Reigns, war das Match dabei, wirklich fast perfekt zu sein. Das Ding ging über 30 Minuten, es hat sich ehrlich gesagt nicht so angefühlt, was ein gutes Zeichen ist. Und dann hat Roman Reigns verteidigt. Und ich muss jetzt hier mal noch einen extra Rant loslassen. Nicht gegenüber das Finish selber, weil da habe ich in meinem extra Video, was ich vorgestern schon hochgeladen habe, darüber schon diskutiert. Seid mir nicht sauer. Nehmt das jetzt bitte auch nicht persönlich. Es gab aber ein paar Leute, die dann in den Kommentaren gemeint haben, und es gab viele davon, wo ich mir gedacht, säuft ihr? Ich habe so oft gelesen, hey, die Geschichte von Cody Rhodes ist nicht auserzählt. Er muss erstmal einen Downfall erleben. Er hatte es zu einfach. Weil er ja Rumble mit 30 gewonnen hat und er hat ja kaum Matches davor gewonnen in der WWE und hast du nicht gesehen. Leute scheinen zu vergessen, dass Cody Rhodes davor, bevor er von WWE gegangen ist,
Cody Rhodes war 10 Jahre vor AEW und vor seinem Indie-Run, war der vorher schon in der WWE. Der hat genug Scheiße gefressen. Der hatte mehrere Downfalls. Der kam im Tag Team mit Ted DiBiase nicht over. Er wurde von Orton in dem Legacy Freeway wurde er begraben. Er hatte sein WrestleMania-Match gegen Goldust, gegen seinen Bruder nicht bekommen. Das wurde ihm verwehrt. Er hat Money in the Bank nicht gewonnen, weil man sich kurzerhand unentschieden hat, dass Damian Sandow das Ding gewinnen soll. Grüße in den GDU übrigens raus. Hat auf jeden Fall gut funktioniert an der Stelle. Er musste Stardust worken, ja. Er war Stardust. Das alleine ist schon Downfall genug, nämlich bis zum Erdkern. Er hat genug durchleben müssen in seinem ersten WWE-Run. Er brauchte keinen Downfall mehr. Und er hat sich's auch nicht zu einfach gemacht. Denn er hat mit einem gerissenen Brustmuskel ein Hell in a Cell-Match gegen Seth Rollins bestritten. Dieser Mann hat alles durchlebt. Selbst wenn du den Indie-Run und das aus AEW, wenn du das alles wegzählst, alleine sein erster WWE-Run ist schon Grund genug. Das Dashing Cody Rhodes Gimmick. Ah, ich bin so hässlich, ich habe eine Maske auf. Als er dann danach das Dashing Gimmick verloren hatte. Dieser Mann hat genug durchlebt in der WWE. Er braucht keinen Downfall mehr. Dieser Moment war perfekt. Es gäbe keinen größeren Moment als bei WrestleMania Goes Hollywood. Mehr filmreif geht nicht. Den größten Champion der WWE-Neuzeit auf der größten Bühne mit den meisten Zusehern, mit dem größten Momentum zu besiegen, es geht nicht besser. Und ihr könnt die Meinung haben, dass er den Downfall braucht. Das sage ich ganz ehrlich, dann seid ihr irgendwo falsch abgebogen. Denn so sieht's für mich persönlich nicht aus. Klar kann er den Titel noch gewinnen. Money in the Bank, SummerSlam, nächstes Jahr bei Mania. Ich glaube zwar nicht dran, aber selbst wenn es passiert, ist der größtmögliche Moment verpasst. Und das war mein Punkt. Und den Moment wirst du nie wieder in diesem Ausmaß bekommen. Grüße übrigens an Cody Rhodes gehen raus. Der bekommt jetzt erstmal Brock Lesnar vor die Flinte. In einer historisch schlechten Monday Night Raw Ausgabe. Hallo Vince McMahon. Fuck you Vince McMahon. Ein Mann, der zurückgekommen ist nach den Vergewaltigungsdelikten, nach sexuellen Vorwürfen, nach eben Missbrauch und Schmiergeld und in Millionenhöhe. Und der dann im Interview sitzt, und sich zum Merch mit UFC äußert, also mit der Endeavor-Gruppe, die ja UFC drunter hat, und sagt, hey, ich habe Fehler gemacht, ich habe meine Schuld bezahlt, ich habe meine Millionen an die Leute bezahlt, die mich im Prinzip eh nicht jucken, weil ich habe genug Kohle. Und jetzt machen wir wieder weiter wie bisher. Business as usual. Und Triple H kommt dann bei Monday Night Raw raus und sagt, hey, ich weiß, viele Dinge sind passiert oder viele Dinge passieren gerade, keine Angst, Leute, die WWE wird sich nicht verändern. Es bleibt alles so, wie es ist. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Nur um in derselben Show, Minuten später, zu hören, dass Vince McMahon wieder ganz da ist, wo er vor 8-9 Monaten aufgehört hat. Nämlich in Creative, in Charge, der während der Show noch die Skripts umschreibt und Wrestler, die wieder Angst haben und frustriert sind und sich eventuell schon wieder nach einem neuen Job umsehen. Ist krass, oder? Wie stark sich das Wrestling-Bild und der Ton dieser Review verändert haben. Bezeichnend für WrestleMania Tag 1, Tag 2 und die Raw After Mania. Und ich möchte euch jetzt hier nicht mit schlechten Vibes rauslassen, aber ich wollte das trotzdem mal gesagt haben, weil ich denke mal, die Raw After Mania war die schlechteste Raw After Mania aller Zeiten. Es ist nicht mehr das, was es einmal war. Es gab keine Call-Ups. Matt Riddle als einziges Comeback. Ich mag Matt Riddle, sorry, ist nicht böse gemeint, aber das ist zu wenig. Und storyline-technisch passierte bis auf Brock Lesnar Cody auch nichts und das ist eher ein Downgrade. Weil
Brock Lesnar gegen Cody Rhodes mag zwar matchtechnisch sehr cool werden, aber davon habe ich ja nichts. Roman Reigns bleibt weiter Part-Timer, hält noch wieder beide Titel. Und wir sehen wieder keine frischen Paarungen. Wieder keine Wendungen. Finde ich schade. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. That's the thing. Das sind meine letzten Worte zu dieser Review, die jetzt doch länger geworden ist, aber na, wenn man, mir ist dann alles Mögliche noch eingefallen und wollte ja auch Raw dementsprechend noch ein bisschen besprechen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise allgemein die Vince McMahon-Situation. Und ja, Jammer, schade, trifft es ganz gut. Tag 1, Weltklasse. Tag 2, bis auf Main Event Finish und das Frauenvorwehr eigentlich auch trotzdem noch ein sehr guter Tag, wie ich finde. Ich hätte ihm wahrscheinlich so 7 Punkte gegeben und Tag 1 zu 9, 9,5. Beide Tage kann man sich ansehen, ohne Frage. Und vielleicht allerdings schon der große Cut, der große Abschluss einer ganz coolen Zeit unter Triple H, der nicht alles richtig gemacht hat. Die Women's Division zum Beispiel war, wie ich finde, mindestens genauso schlecht gebookt wie unter Vince. Grüße an Damage Control gehen raus. Die haben nichts gewonnen. Bayley ist jetzt sowieso mal raus. Die hat vermeintlich ihren Abgang zu WWE geteased. Oder vielleicht nur eine Auszeit oder whatever. Aber da scheint auch der Haussegen schief zu stehen. Ja. Ne? Business as usual. Zurück zu den Anfängen. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen, Monate unter der WWE werden. Bin ich optimistisch? Ne, Raw hat mir schon wieder genug gezeigt. Bin auf eure Meinung gespannt. Danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Mania, wie gesagt, super, super, super stark. Wrestling-technisch die beste Mania vielleicht aller Zeiten. Von der Bandbreite einfach mal, vom Schnitt. Aber Raw After Mania, also da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ganz, 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 ganz schlecht. Ja, ich wünsche euch was. Aber ich lieb, danke für jede Bewertung. Danke für eure Geduld, dass jetzt doch noch das Video ein bisschen später gekommen ist. Aber mir geht es jetzt, wie gesagt, soweit besser. Und ich hoffe, dass das weiter so funktioniert. Dann kann ich in Zukunft auch wieder mehr Videos bringen. Und das ist für mich auch auf das, was ich hoffe. Jo. Ich wünsche was. Macht's gut. Einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann nächsten Wochen wieder. Mal schauen, wie schnell sich die Wrestling-Welt weiterdreht. Es geht Schlag auf Schlag. Ciao, ciao. Haut rein.